Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir sind stehen geblieben, als wir hier den großen Welkenstein hergebracht haben, haben mit dem gesagt, jetzt sollen wir Kriegsrat halten. Kriegsrat, wir können viel tragen, also von Gewichten her, denke ich mal, haben wir erstmal kein Problem, weil wir sollen ja jetzt in die Schlacht ziehen. In die Schlacht gegen ein großes Portal von Oblivion. Was natürlich hier Brummer bedroht. So, der Text scheinbar, der Text wiederholt sich mittlerweile nur noch. Deswegen YOLO. Oh, viel mehr Ausdauer, danke. Sicherheit schießen, nein. Persönlichkeit, nein. Ah, in Stärke hauen wir noch ein bisschen rein. Los, weiter, danke. So, Wolkenherrscher-Tempel. Also die große Schlacht, ja, ne, Scheiße, die ziehen sogar direkt dahin. Geht nicht! Es ist eine Falle! Das habe ich jetzt so gesagt, ne, da ist keine Falle, glaube ich. Wer weiß, vielleicht kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Oder ich habe jetzt gespoilert, hm? Naja, wir werden es ja in dieser Folge noch sehen. Wobei, ich bezweifle, dass wir es diese Folge noch sehen, weil die jetzt wahrscheinlich jetzt noch 30 Jahre lang durchquatschen werden. Stimmt's, Jungs? Und Mädels natürlich. Oh Gott, was ist... Seit einigen Tagen habe ich wirklich... paar FPS-Probleme. Das nervt. Wie schön, dass ihr zurück seid, gnädige Frau. Es ist wundervoll, euch wiederzusehen. Schönes Schwert. Seid gegrüßt. Was gibt es Neues vom Wolkenherrscher-Tempel? Also, das wird dir jetzt nicht gefallen. Ein verzweifelter Plan, in der Tat. Dieser Prinz, Kaiser, Martin würde meine gesamte Stadt aufs Spiel setzen, um an einen großen Siegelstein zu gelangen? Ja. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Invasion aus Oblivion zu stoppen? Ich muss zugeben, ihr seid die erste Person, die von einem Sieg über diese Daedra spricht. Dieser Krieg erschien mir so aussichtslos. Aber was konnten wir schon tun, außer durchzuhalten und auf einen Helden zu warten, der uns retten würde? Hier bin ich. Und nun sieht es so aus, dass es doch einen Thronerben gibt, verborgen im Wolkenherrschertempel und vielleicht auch einen Helden? Ja. Martin wartet bei der Kapelle. Ihr weicht meiner Frage aus. Ja. Sehr gut. Denkt nicht, dass ich euch nicht glaube. Die Herrscher von Brumar haben schon lange mit dem Wolkenherrschertempel zu tun. Wir wissen, wem sie dienen. Ich werde Martin an der Kapelle treffen. Wenn alles bereit ist, werde ich meinen Männern befehlen, die Tore nicht mehr zu schließen und sich auf den Kampf einzustellen. Ach, sie haben es also doch noch geschafft, selber es zu machen. Und Bozo, willst du doch nicht in die Schlacht ziehen? Ja, ich gebe ja zu, es ist vielleicht geil hier im Pyjama und Kettenstraps dahin zu rennen. Und die Gegner mit einem zweihändigen Daedra-Claymore zu erstechen. Dennoch weiß ich nicht, ob dieses Nachthemd so gut für dich sein sollte. Also überlegst dir nochmal, wir ziehen da in den Kampf. Und what the fuck sind das für FPS-Probleme? Ja, Meister, wie kann ich euch behilflich sein? Boah, ich freue mich schon, wenn ich am 1. November meinen Lohn bekomme. Dann guck ich mal, ob ich mir eine neue CPU mal leiste. Wie heißt denn der Metzger? Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Das haben auch schon andere gesagt. Wirklich? Also so toll hört sich dann der Metzger doch nicht an. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Auf keinen Fall. Ich habe ein äußerst schockierendes Gerücht zu hören. Jemand hat mir erzählt, dass... Boah, die reden so durcheinander, da versteht man wirklich kein Wort. Selbst wo ich hier kurz geschwiegen habe und versucht habe zuzuhören, nix. Da war irgendwas von Boykott. Ich bin sicher, ganz Brumar wird euch für eure Hilfe gegen die Horden von Oblivion danken. Das glaube ich auch. Gerüchte. Habt ihr gehört? Jemand hat das Grab von Latasa entweiht. Kein Wunder, dass der Geist diesen Ort heimsucht. Was? Auch ihr. Da ist ein Geist.
Wir müssen erstmal die Stadt Bruma von innen schützen. Tötet den Geist! Jetzt muss ich nur noch hier runterkommen. Dann halt nach der Schlacht. Da brechen wir erst später illegal rein. Erstmal müssen wir den Helden spielen. Damit man uns besser verzeihen kann. Ein Moment, Martin. Wo ist denn diese Gra? Ich guck mal erstmal, ob wir irgendwie an Krankheiten leiden. Nö, nicht wirklich. Das ist gut. Hey, ihr Clowns. Schissel, man nissel. Ey, ich will wissen, ob der... Der ist tatsächlich schwarz. Wir haben einen Schwarzen unter uns. Es kann alles nur gut gehen. Ich bin Marina Carwein, Gräfin Bruma, zu euren Diensten. Förmlichkeiten sind jetzt nicht nötig. Noch bin ich nicht Kaiser. Und dieser Gedanke, dass ich der Thronerbe sein soll, ist mir auch noch ganz neu. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass ich um ein großes Maß an Vertrauen bitte. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten hätte ich diesen Vorschlag nie gemacht. Euer Oberster hat mir die Situation bereits erklärt. Ich habe mich einverstanden erklärt. Diesen Krieg werden wir nicht mit Vorsicht gewinnen. Ihr besitzt die seltene Gabe zu wissen, wann Verzweiflung der Pfad der Weisheit ist. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um eure Stadt zu verteidigen, Fürstin. Wenn Bruma fällt, fällt auch das Kaiserreich. So sei es. Okidoki. Gräfin? Ich bin bereit für den Kampf, wenn ihr es seid, Meister. Wie lautet eure Antwort? Meister, Ich will erstmal mit Martin reden. Sobald ihr bereit für die Schlacht seid, wird die Gräfin ihren Männern befehlen, nicht mehr zu versuchen, die Tore vor der Stadt zu schließen. Tetramagie? Als junger Mann begehrte ich, wie viele meiner Lehrlingskollegen, gegen die Beschränkungen der Magiergilde auf. Wir haben uns auf die Rätsel der dädrischen Magie gestürzt. Wir sehnten uns nach verbotenen Geheimnissen. Wissen und Macht waren unsere Götter. Den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Wir wurden der Lage einfach nicht Herr. Leute starben. Meine Freunde starben. Ich habe diese Tage hinter mir gelassen. Aber das bittere Wissen, dass man einst ein Narr gewesen ist, hat auch seinen Wert. Ja, auf in die Schlacht. Yay! Ich bin bereit für den K- Ja. So sei es. Brumas Schicksal liegt nun in den Händen der Götter und in den euren. Ich glaube mehr in meinen. Auf, Kameraden, auf in die Schlacht. Schickt die Truppen in den Kampf. Wie ihr befehlt, Gräfin. So, und jetzt kommt ein ganz großes Spektakel. Meine Füße bringen mich um. Ja, das ist das Spektakel. Martin Septim! Ich werde kämpfen, nicht der! Ich! Du kannst mich mal! Wir dürfen uns... Und ich verrate mal etwas. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Ansonsten heißt es, die Welt ist untergegangen. Und dann haben wir ein Problem. Deshalb werden wir auch rushen. Und ihr werdet schon sehen, warum. Waren es 15 Minuten? Was? Ich habe hier über 7 Städte befreit und das sind... 7 Leute sind dafür meine Belohnung? Und normalerweise stehen hier doch immer noch Miliz. Aber das ist jetzt, weil ich die Truppen habe. Auf in die Schlacht. Da fällt mir gerade ein gutes Lied von Jan Hegenberg ein. Ich glaube, nach dieser Aufnahme werde ich es mir mal geben. What the fuck war das? Ich bin mal asozial und mache hier mal einfach einen Schnitt. Bis dann.